Richtig. Das muss erstmal alles raus hier. Das macht ja keinen Sinn drin. Da haben wir uns nämlich selber denn die Sägemühle mit verstopft gehabt. Und ich wundere mich, wo der Kram immer hinläuft. So, und jetzt können wir das Eichenholz hier nämlich auch wieder reinkloppen. Gut, Tropenholz können wir eigentlich auch gleich durchsägen. Dann haben wir da auch einen kleinen Vorrat. So, und dieses System, was wir jetzt hier gebaut haben, das möchte ich hier drüben eigentlich jetzt auch nochmal haben. Da werden wir noch einen zweiten Timer für brauchen. Wir werden noch einen Filter benötigen. Den haben wir oben. Dann können wir den nämlich auch in Gange bringen. Dann flitzt das Holz dann nämlich immer schön hin und her. So, das haben wir hier. Und das kann wieder über Bord. Dieses, dieses und der kann auch über Bord. Obwohl, nee, den nehmen wir raus. Der kommt wieder hier rein. Da haben wir den eisernen Chipsatz. Der kann hier rein. Und dann möchte ich jetzt ein eisernes und Gatter möchte ich haben. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich möchte... Wie mache ich das denn? Erstmal brauche ich ein eisernes und Gatter auf jeden Fall. Und den Redstone-Chipsatz auch. Er ist hier noch am Arbeiten. Das Eisen bleibt drinne, dann hat er den nämlich fertig. Danach. Und dann baut er mir die weiter. Alles klar, so funktioniert das. So, jetzt müssen wir erstmal den Filter haben. Den Filter setzen hier. Der muss. Sekunde. Zielen. So muss er. So, dann der Generator generiert. Alter, hier läuft jetzt aber auch was durch. Das ist ja der Oberhammer. Aber er hat teilweise auch nur die einzelnen Hölzer, die er hier durchschmeißt. Das ist gut. Das heißt, er macht jetzt wirklich immer nur ein Eichenholz pro Tick, so wie ich das jetzt gerade sehe. Ich kann mich da aber auch irren. So, als nächstes können wir zusehen, dass wir noch mehr Generatoren bauen. Obwohl, reicht das oder reicht das nicht? Gucken wir mal eben hier rein. Ne, es reicht nicht. Es wird immer noch mehr abgesaugt, als produziert wird. Aber zumindest, er baut sich auf. Das heißt, die zwei Generatoren hinten reichen uns erstmal. Da werden wir mehr dazu bauen, wenn wir sie brauchen. Die sind alle gut am Arbeiten hier. Alles klar. Das heißt, zwei Generatoren reichen. Ich möchte nur noch mal was anderes einmal ausprobieren. Wenn ich den hier wegnehme und vor ihn hier hinbaue, kann ich ihn abschalten oder kann ich ihn nicht abschalten? Ich kann ihn nicht abschalten. Schade, das hätte funktionieren können vielleicht. Vielleicht muss man ihn direkt ranbauen. Nein, bringt auch nichts. Gut, dann setzen wir den wieder hier neben. Funktioniert das? Und dann mache ich das erstmal aus, um dann gleich zu sehen, wie das alles vonstatten geht, ob er wirklich nur einzelne rauspumpt oder nicht. Das können wir auch so machen. Schmeißen wir die erstmal alle raus hier. Was er jetzt hier reinbringt. Die müssen wir eben weg. So, jetzt kommt hier nichts mehr. Wenn ich ihn jetzt wieder einschalte, nimmt er Stacks oder nimmt er... Er nimmt einzelne. So wollte ich das haben. Jetzt haben wir hier nämlich nicht so irre viel unten drin. Sondern er macht jetzt zuerst den ersten Generator voll. Und wenn der voll ist, packt er den zweiten voll und so weiter und so fort. Und wir können dann hier wunderbar sehen, wie das alles vor sich hinläuft. Und von der anderen Seite her könnten wir das dann nachher mit ihm hier auch machen. Da werden wir jetzt den Timer für brauchen. Und ein Stück Tropenholz, was wir unten haben. Aber zuerst mal wieder einen Timer. Das heißt, wir werden die Stoneweaver wieder brauchen. Die müsste er hier irgendwo wieder reingeschmissen haben. Oder hatte ich die noch hinten drin? Ich weiß es nicht. Da können wir uns aber eigentlich gleich nochmal wieder ein paar mehr von machen. 13 Stück haben wir, die langen mehr. Wir haben hier noch einen Timer. Das ist ja klasse, dann brauche ich keinen bauen. Das ist ja wunderhübsch.
Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Pflasterstein. Wir brauchen einmal ihn, damit wir uns den Hebel basteln können. Die Ansteuerung über Redstone, die kommt dann demnächst. Dann brauchen wir Tropenholz, haben wir unten. So, dann machen wir das mal so. Dass er hier reinkommt als Filter. Dann packen wir ihn hier daneben. Er muss mal weg und nach dorthin und den Hebel hier nehmen. Und dann müsste er jetzt hier eigentlich... Sekunde, das nehmen wir mal raus. Das heißt, er läuft jetzt nämlich über Tropenholz. Und er läuft über das normale Holz. Haben wir das schon mal so ein bisschen aufgeteilt. So, und dann können wir jetzt eigentlich erstmal zusehen und noch ein bisschen Holz draußen besorgen. Da muss noch ein Tropenholzstamm rein. Dann können wir jetzt erstmal unseren Holzvorrat aufstocken. Das muss erstmal alles weg hier, so. Und dann können wir jetzt gleich Holz fällen gehen mal wieder. So, halt, nein, nicht da, sondern da. Tropenholz soll da hinein. So, den anderen Mist, den werden wir hier hinten wieder unterbringen. Das heißt, wir brauchen eigentlich weniger Tropenholz. Wir brauchen erstmal haufenweise Eichenholz. Das kann er uns dann gleich fertig sägen hier. Gehen wir einmal kurz schlafen und dann gehen wir mal draußen eine Runde Holz hacken. So, dieser Holzgenerator ist natürlich nicht jetzt gerade das Gelbe vom Ei, aber er bringt erstmal ein bisschen was. So. Dann wollen wir mal eine Runde Holz machen jetzt hier. Saplings können wir auch gleich wieder einpflanzen. Hier ist auch gerade kein Creepy unterwegs, das ist auch sehr praktisch. So, machen wir das mal so hier. Den hier auch mal weg. Am besten pflanze ich die Saplings gleich alle nebeneinander. Ja, und man kann große Tropenbäume pflanzen. Das ist ideal. Ey, da ist er. Ja, ja, ist ja gut. Komm her hier. So ist brav. Soll heißen, wir werden große Tropenbäume anpflanzen müssen. Um dann hier ordentlich Holz dafür zu haben. Das heißt, wir werden die Eichenholzbretter werden wir wahrscheinlich weglassen und dann voll auf Tropenholz gehen, weil das einfach schneller geht. Jetzt würde ich ja gerne nochmal was anderes ausprobieren. Und zwar, ob man mit dem Tropenholz Baum nämlich auch ganz große bauen kann. Es gibt... Ich weiß noch nicht, ob die züchtbar sind. Dann muss ich mal eben ausprobieren. Und zwar lassen sich die nämlich bauen, indem man... Sekunde, ich brauche erstmal ein bisschen Platz. Wo hat der denn jetzt gerade geschossen? Achso, das war der Pfeil, der im Baum steckte. Der ist einfach nur weitergeflogen. Den nehmen wir auch noch weg hier. So, die ganz großen Tropenholzbäume, die sehen nämlich... Das sind nämlich Neuner. Weiß ich jetzt nicht, ob die funktionieren. Müssten wir ausprobieren. Die hier haben ja eben nicht funktioniert, aber die anderen, die funktionieren. Das waren hier auch die Rubber Saplings, die funktionieren so leider nicht. Da kann man nichts beim machen. Aber wir können jetzt, da hinten stehen noch ein paar, die können wir auch gleich mitnehmen und dann haben wir gleich wieder ein bisschen Holz für unten. So, deswegen mag ich das so im Dschungel zu wohnen. Man kann so einen Holzgenerator immer fix aufbauen, das ist echt immer null Problem. So, hier liegt auch noch ein bisschen was, das nehmen wir auch noch mit. Und dann wollen wir mal warten, ob der jetzt hier funktioniert oder... Da ist ein Slime, den nehmen wir mit. Komm her hier, Mistvieh. Gib mir deinen Slime. Und du auch und du auch. Na, halt, du auch. So. Slime kann man nie genug haben. Da ist auch noch einer. Wie viel haben wir jetzt? Ein paar Stacks haben wir. Das verachtfacht sich denn? Das heißt, wir haben dann gleich 8 neue Stacks Holz unten. Oder versechsfacht sich das nur? Es versechsfacht sich. Es versechsfacht
sich. Das wollte er sagen. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Also ohne den... Alter, was ist denn jetzt hier los? Ohne die Kettensäge und den Timbermod wäre das alles ziemlich kompliziert. Vor allem auch schwierig aufzubauen. Ne, er kann nur diese Größe bauen. Die anderen kann er nicht. Okay, dann machen wir das mal. Dass wir davon mal ein paar setzen. So. Haben wir da noch mehr? 1, 2, 3, 4. Und dann setzen wir hier noch einen hin. Wieder 1, 2, 3, 4. 4. Scheiß Lag. So, 1, 2, 2, 3, 4. Machen wir das so. Und dann setzen wir hier auch noch einen hin. 1, 2, 3, 4. Den hier nehmen wir auch noch auseinander. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Dann sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht noch ein Ender Storage bauen wollen. Also ein Ender Barrel. Also so ein extra Dimensional Barrel, was über die Ender Sachen eben gebaut wird. Für mich ist und bleibt das immer noch ein Ender Barrel, aber was soll's. So, haben wir das. Ja, das hat sich doch erstmal gelohnt. 64 Tropenholz. Dann spülen wir erstmal das Eichenholz weg. Da kann er mit anfangen. Und dann spülen wir das Tropenholz hinterher. Und jetzt müsste die Sägemühle eigentlich schon wieder in heller Aufregung sein hier unten. Jawohl! Es funktioniert! Eichenholz. Da kam noch was an. Wunderhübsch. Oha, der hat jetzt aber hier... Jetzt produziert er aber wie ein Blöder hier. Und mit der Holzkohle können wir dann zur Not auch noch irgendwas machen hier. Die können wir zur Not auch noch aussortieren und damit dann auch noch wieder heizen. Aber so funktioniert das erstmal ganz gut. Hier flitzt jetzt immer ein bisschen Holz hin und her. Das ist aber mir gerade egal. Hier müsste jetzt gleich ordentlich Holz angeschossen kommen. Denke ich. Oder auch nicht. Es flitzt hier hoch. Und kommt nicht wieder runter. Warum kommt... Da kommt es jetzt erst wieder runter. Okay. Hat also ein bisschen gedauert. Bis das durch war. Hier produziert er jetzt das Eichenholz rein. Drüben kommt das andere rein. Es funktioniert, was ich mir vorgestellt habe. Wunderhübsch. So. Wenn das Eichenholz irgendwann leer ist, dann produziert er ja auch Tropenholz rein. Da müssten wir vielleicht dann noch einen Filter hier oben reinsetzen. Das können wir auch gleich machen, damit er hier wirklich nur Eichenholz reinproduziert. Und hier werden wir einen reinsetzen, damit er hier das Tropenholz rüberschiebt. Das ist zwar im Moment noch kein Problem, aber wenn eins der Fässer leer ist, produziert er das andere da auch noch rein, weil es entweder näher dran ist oder das andere Fass voll ist, je nachdem. Da werden wir jetzt mal fix die Filter reinsetzen. So, dann bräuchten wir... Da kommt jetzt erstmal Eichenholz an. Das heißt, wir müssten den erstmal rausreißen hier. Und da muss jetzt ein Eichenholz rein. So, das machen wir mal so. Zack. Eichenholzbretter haben wir da. Dann machen wir das so. Dann kann er die jetzt hier nämlich ordentlich reinproduzieren. Dann haben wir das. Die schmeißt er da durch. Okay, und hier nehmen wir uns mal einen Tropenbaum raus. Und den schmeißen wir hier rein. Da wird jetzt gleich was anderes wahrscheinlich auch noch rübergehen. Aber da müssen wir dann erstmal mit leben. Machen wir hier einmal eine Unterbrechung. Damit wir hier den Filter vernünftig setzen können. Und dass der uns hier... Ja, so hat er sich das nämlich fast schon gedacht. Na, verdammt. Das muss ich jetzt wieder mit Springen hinkriegen. Sekunde, dann muss ich mal eben zielen hier. So, da kommt jetzt das Tropenholz rein. Und jetzt können wir hier nämlich auch wieder sagen, der kann wieder zu. Und dann schmeißt er uns jetzt den anderen Mist da hinten wieder raus.